Hi, ich bin Johannes von newgadgets.de und hier am Stand von AMD auf der CeBIT 2011. Und die zeigen hier einige Brazos Sub-Notebooks, so beispielsweise auch das HP Pavilion DM1. Läuft mit AMD Brazos, also einer APU, einer Kombination aus CPU und GPU. Da haben wir hier einmal als Prozessor den E350 Dual Core und als Grafikeinheit die Radeon HD 6310. Das Ganze hat ein 11,6 Zoll Glossy Display, 3 GB Arbeitsspeicher, 320 GB Festplatte, HDMI, WLAN, Webcam und Bluetooth. Und hier haben wir das Gerät. Für mich die ideale Größe, um unterwegs arbeiten zu können. Und mit AMD Brazos haben wir ja hier auch noch genügend Power, um beispielsweise auch mal ein Full HD Video zu schauen. Schauen wir uns hier mal die Tastatur an, Chiclet Style. Lässt sich eigentlich überhaupt nicht durchdrücken. Hier sehe ich gerade ein ganz kleines bisschen, aber kaum wahrnehmbar. Das Touchpad mit den integrierten Maustasten, hier oben haben wir den Power-Button. Hier die Webcam mit dem eingebauten Mikrofon. Das Ganze ist ein wirklich dünnes Gerät, wie ihr jetzt sehen könnt gleich. Ist ein bisschen keilförmig. Wir haben hier an der linken Seite einmal den Anschluss für das Netzteil, Kernsenkenlock, Status-LEDs, HDMI und USB. Vorne nur die Alltech Lansing Lautsprecher. Auf der rechten Seite dann ein Kartenleser, einen kombinierten Headset-Port, zweimal USB, VGA und den Ethernet-Port. Auf der Unterseite dann den auswechselbaren Akku. Das war also das HP Pavilion DM1 mit AMD-Technologie hier auf der CeBIT 2011.